Hey, willkommen zu einem neuen Video. Im Tierreich kann die Geburt sehr einzigartig und unvorhersehbar sein. Manchmal überrascht uns die Natur mit seltsamen Tiergeburten, die fast unmöglich erscheinen. Denkt an Tiere, die eine seltsame Farbe oder ein seltsames Muster haben oder an Tiere, die eine Mischung aus zwei verschiedenen Arten sind. Heute zeigen wir euch 15 Tiere, die andere Arten zur Welt gebracht haben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 15. Nein, der Wolfin ist kein Tippfehler und ihr habt richtig gehört. Schaut euch dieses einzigartige Hybrid-Meerestier genau an. Wolfins sind super selten und entstehen aus der Paarung eines großen Tümmlers und eines falschen Killerwals. Bemerkenswert ist auch, dass Kekaimalu, der erste jemals geborene Delfin, bereits 3 Nachkommen zur Welt gebracht hat. Im Jahr 2005 brachte Kekaimalu im Sea Life Park auf Hawaii ein weibliches Kalb zur Welt. Das Tier war zu einem Viertel falscher Schwertwal und zu 3 Vierteln atlantischer großer Tümmler und hatte eine wunderschöne Mischung aus hellgrauen und schwarzen Farben. Obwohl das Kalb noch stark von der Milch seiner Mutter abhängig ist, schnappt es sich manchmal gefrorenen Kabeljau aus den Händen der Trainer und spielt damit wie Spielzeug. Das Unglaubliche ist, dass es viel größer ist, als es sein sollte und viel größer als normale Delfine in seinem Alter. Die Geburt dieses Delfinkalbs ist zwar immer noch extrem selten, bietet den Wissenschaftlern aber eine einzigartige Gelegenheit, mehr über diese faszinierenden Mischwesen zu erfahren. Nummer 14. Habt ihr euch jemals gefragt, was passieren würde, wenn ein Grizzlybär und ein Eisbär Nachwuchs bekämen? Dann lernt den Pisli-Bären-Hybrid kennen, der auch als Growlers bekannt ist. Auch wenn der Name nicht allzu furchteinflößend klingt, glaubt uns, wenn wir sagen, dass ihr diesen Tieren in freier Wildbahn nicht begegnen wollt. Pisli-Bären erben Eigenschaften von ihren Eltern, den Eisbären und den Grizzlybären. Zum ersten Mal wurden diese Tiere 2006 in der kanadischen Arktis gesichtet, als ein Mann einen Pisli-Bären mit dem weißen Fell eines Eisbären, aber den langen Krallen, dem Buckel und den braunen Flecken eines Grizzlybären entdeckte. Seitdem wurden immer mehr dieser Tiere gesichtet und Experten glauben, dass das schmelzende arktische Meereis die Eisbären weiter nach Süden treibt. Dort treffen sie dann auf Grizzlybären, die sich nach Norden ausbreiten. Doch was macht den Pisli-Bären so einzigartig? Sie haben nicht nur ein auffälliges Aussehen, sondern sind auch äußerst anpassungsfähige Tiere, die in einem größeren Umkreis nach Nahrungsquellen suchen können. Das dicke Fell haben sie von den Eisbäreneltern geerbt und es hilft ihnen, kältere Temperaturen zu ertragen. Ihr Schädel ist eine Mischung aus dem eines Eisbären und dem eines Grizzlybären, was ihnen einen biomechanischen Vorteil verschafft. Das Auftauchen des Pisli-Bären ist ein Zeichen für die unglaubliche Anpassungsfähigkeit dieser erstaunlichen Tiere, wirft aber auch wichtige Fragen über ihr langfristiges Überleben auf. Da sich unser Planet weiterhin verändert, können wir nur erahnen, welche anderen unglaublichen Hybriden wir in Zukunft antreffen werden. Eines ist jedoch sicher: Die Natur findet immer einen Weg, sich anzupassen und zu überleben. Nummer 13. Vor 2003 schien die Wiederbelebung ausgestorbener Tierarten wie ein Science-Fiction-Roman. Doch das änderte sich, als in Spanien ein Pyrenäensteinbock geboren wurde, der für ausgestorben erklärt worden war. Der Pyrenäensteinbock war einst eine weit verbreitete Bergziege, die in einzigartiger Weise an ihre raue Umgebung angepasst war. Celia war die letzte ihrer Art und starb im Jahr 2000. Nur 10 Monate zuvor war es spanischen Naturschützern gelungen, ihre Zellproben durch kryogenes Einfrieren zu konservieren. Wissenschaftler aus Spanien und Frankreich wandten dann ein Klonierungsverfahren an, das dem von Dolly, dem Schaf, ähnelt und verpflanzten Kerne aus Celias konservierten Zellen in Ziegeneier ohne eigenes genetisches Material. Nachdem diese Eizellen in Hybriden aus einem spanischen Steinbock und Hausrindern eingepflanzt worden waren, wurde 2003 ein weiblicher Pyrenäensteinbock geboren. Leider litt dieser Klon an einem angeborenen Lungenfehler, der die Aufnahme von Sauerstoff verhinderte. Infolgedessen überlebte das Weibchen nur 10 Minuten und starb kurz nach der Geburt. Trotz ihres schnellen Ablebens gibt das Klon des Pyrenäensteinbocks Hoffnung für künftige Bemühungen um die Erhaltung bestimmter Tierarten. Es ist auch eine Hommage an den unglaublichen wissenschaftlichen Fortschritt, den wir im Angesicht von Widrigkeiten machen können. Die Geschichte von Celia, dem letzten Pyrenäensteinbock, und ihrem kurz zuvor geklonten Nachfolger erinnert uns daran, wie wichtig es ist, die Natur um uns herum zu erhalten. Und wusstet ihr, dass Wissenschaftler sogar versuchen, Mammuts wieder zum Leben zu erwecken? Welches ausgestorbene Tier würdet ihr gerne wieder zum Leben erweckt sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 12. Maya, der erste geklonte Polarwolf der Welt, ist ein wahres Wunder. Sie verkörpert, was möglich ist, wenn Wissenschaft und Natur in Harmonie zusammenarbeiten. Der 3 Monate alte arktische Wolfswelpe wurde im Juni von einer Beagle-Leihmutter geboren.
dank Xenogene Biotechnology, einem in Peking ansässigen Unternehmen, das sich auf das Klonen von Tieren spezialisiert hat, wurde Maya gesund auf die Welt gebracht. Das Interessante an Maya ist, dass sie anders aussieht als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Mit ihrem schneeweißen Fell und den stechenden blaugrauen Augen ist sie ein faszinierender Anblick. Ihre Existenz ist ein Tribut an die bahnbrechenden wissenschaftlichen Techniken, mit denen sie in diese Welt gebracht wurde. Die Erschaffung von Maya war jedoch keine leichte Aufgabe. Sie verwendeten den somatischen Zellkerntransfer, eine Labortechnik, die auch bei der Erschaffung von Dolly, dem Schaf, eingesetzt wurde. Um Maya zu erschaffen, entnahm das Unternehmen Spenderzellen aus einer Hautprobe des ursprünglichen Polarwolfs und injizierte sie dann in ein Hundeei. Die Verwendung von Hunden als ideale Leihmutter ist zum Teil auf ihre genetische Abstammung zurückzuführen, die sich erheblich mit der alten Wölfe überschneidet. Mayas Geburt ist ein bemerkenswerter Erfolg, der die Macht von Wissenschaft und Genetik bei der Erhaltung bedrohter Tierarten unterstreicht. Angesichts des rapiden Rückgangs der arktischen Wolfspopulation gibt das Klonen von Maya Hoffnung für ihr weiteres Überleben. Nummer 11. Die Welt kann manchmal ziemlich seltsam sein. So wie im Fall einer Katze, die im Süden Brasiliens offenbar Welpen zur Welt gebracht hat. Es heißt, Cassia Aparecida de Sousa, eine 18-jährige Einwohnerin, habe den ungewöhnlichen Wurf als erste entdeckt. Sie behauptete, dass ihre Katze Mimi 3 Welpen und 3 Kätzchen zur Welt gebracht hatte, von denen leider keines überlebte. Sie glauben, dass der Hund des Nachbarn etwas mit Mimis Schwangerschaft zu tun hatte. Später wurde festgestellt, dass die Welpen, wenn sie 78 Chromosomen haben, echte Hunde sind. Wenn sie jedoch 38 haben, sind sie Katzen. Diese Geschichte hat die Stadt verwirrt und gespalten. Obwohl es theoretisch möglich ist, dass sich Hunde und Katzen fortpflanzen, ist es aufgrund genetischer Inkompatibilitäten äußerst unwahrscheinlich, dass sie Nachkommen zeugen würden. Selbst wenn sie sich fortpflanzen würden, wäre jeder Hybridnachkomme unfruchtbar und könnte sich nicht fortpflanzen. Es gibt einige seltene Fälle, in denen sich Hunde und Katzen fortpflanzen, aber es gibt keine dokumentierten Fälle einer lebensfähigen Kreuzung zwischen den beiden. Deshalb stehen viele Menschen dieser Geschichte äußerst skeptisch gegenüber. Glaubt ihr, dass es möglich ist, dass eine Katze Welpen zur Welt bringt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Mach dich bereit für eine faszinierende Kreatur aus den Tiefen des arktischen Ozeans. Es hat sich herausgestellt, dass Narwale und Beluga-Wale, 2 edle Arten der Walfamilie, sich in freier Wildbahn kreuzen können, um einen Naluga-Hybriden zu schaffen. Diese erstaunlichen Wesen wurden in Grönland gesichtet und haben alle in Erstaunen versetzt. Wenn sich ein Narwal und ein Beluga-Wal treffen, kann ein seltener Narluga geboren werden. Ein Narluga hat einen langen und kräftigen Schwanz, paddelartige Brustflossen und ein Fell so grau wie Winterfels. Es hat sich herausgestellt, dass Beluga-Wale und Narwale im arktischen Ozean leben und sich ihre Verbreitungsgebiete während der Winterwanderung überschneiden. Wenn das Meerwasser gefriert, schwimmen die Beluga-Wale weiter nach Süden, während die Narwale in ihrem gefrorenen Winterquartier bleiben. Wissenschaftler fanden den ersten Beweis für einen Naluga-Hybriden im Schädel eines ungewöhnlichen Tieres, das 1990 an der Küste der Disco-Bucht in Grönland angespült wurde. Für die Inuit-Jäger in diesem Gebiet sind diese faszinierenden Wesen jedoch nichts Neues. Inuit-Jäger sind einheimische Jäger in den Polarregionen, die seit Generationen im arktischen Klima jagen und fischen. Sie verwenden oft traditionelle Methoden und Werkzeuge wie Harpunen, Speere und Hunde, um ihre Beute zu fangen. Sie sagen, dass Nalugas schon seit langem in ihrem Teil der Welt herumherstreifen. Findet ihr auch, dass Nalugas Frankenstein-Monster ähneln? Stimmt ihr dazu? Nummer 9. Weißwedelhirsche sind Tiere, die hauptsächlich in Südkanada, Südbrasilien und Peru sowie fast in dem gesamten Vereinigten Staaten leben. Sie leben in verschiedenen Lebensräumen wie Wäldern, Wüsten, Bergen und Sümpfen. Wenn ein Hirsch Zwillinge zur Welt bringt, ist das schon eine Seltenheit. Aber in diesem Fall brachte das Reh 2 Kälber zur Welt, jedes mit einer anderen Fellfarbe und Zeichnung. Zwillinge können auch unterschiedliche Fellfarben oder Muster haben, weil jedes Kalb eine einzigartige Kombination von Genen von seinen Eltern erbt. Der Anteil der weißen Kälber wird auf etwa 1-2% aller geborenen Kälber geschätzt. Das besondere Ereignis dieser unterschiedlichen Kälber wurde mit der Kamera festgehalten. Das Muttertier heißt Lacey und hat Berichten zufolge zuerst ein weißes Kalb zur Welt gebracht und dann, als ihr Besitzer sich umdrehte, das andere Kalb. Auf dem Video ist der gesamte Geburtsvorgang zu sehen, einschließlich der Reinigung der Kälber durch die Mutter und der Ermutigung, sich aufzurichten. Obwohl Weißwedelhirsche normalerweise mit einem rötlich-braunen Fell mit weißen Flecken geboren werden, ist das braune Fell eine häufige Variante, die natürlich vorkommen kann. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie die Kälber ihre ersten Schritte machen und sich mit ihrer Mutter verbinden. Nummer 8.
Das ist der erstaunliche Kojotenwolf. Er besteht zu einem Drittel aus dem östlichen Wolf, einem Drittel aus dem westlichen Wolf und einem Drittel aus dem westlichen Kojoten, mit einem starken Anteil an Hundegenetik. Jahrelang wurden diese mysteriösen Tiere fälschlicherweise als östliche Kojoten identifiziert, aber allein ihre Größe hat Experten und Laien seit ihrer Sichtung im Jahr 1969 den Kopf zerbrechen lassen. Was wir nicht wussten, ist, dass ein Forscherteam kürzlich herausgefunden hat, dass unsere Kojotenwolf-Freunde durch die Kreuzung von westlichen Kojoten mit östlichen Wölfen entstanden sind. Dies geschah in den frühen 1900er Jahren im Algonquin Provincial Park im kolonialen Kanada. Seitdem haben sich diese Hybriden im gesamten östlichen Nordamerika in allen erdenklichen Lebensräumen ausgebreitet und gedeihen. Sie passen sich problemlos an ländliche Gebiete, Vororte und sogar an Städte an. Und das liegt nicht nur an ihrer Genetik. Sie sind zäh, haben einen größeren und stärkeren Schädel und Kiefer, längere Beine und einen flauschigeren Schwanz als normale Kojoten. Aber das ist noch nicht alles. Diese anpassungsfähigen Kreaturen sind sogar schwerer als normale Kojoten und wiegen etwa 25 Kilogramm mehr. Nummer 7. Der Gau ist eine asiatische Rinderart, die in den Wäldern Indiens und Südostasiens lebt. Diese massiven, ochsenähnlichen Tiere waren einst ein vertrauter Anblick in ihrer Heimat, aber heute gibt es nur noch knapp 36.000 in freier Wildbahn. Es ist eine traurige Tatsache, dass eine so schöne Kreatur vom Aussterben bedroht ist. Doch Wissenschaftler haben eine Lösung für dieses Problem gefunden. Das ist Noah, der erste geklonte Gau, der im Mutterleib einer Kuh namens Bessie geboren wurde. Ein Expertenteam des Advanced Cell Technology Institute in Massachusetts führte ein Klonverfahren durch, bei dem Hautzellen eines verstorbenen Gauer entnommen und mit entkernten Kuh-Eiern verschmolzen wurden. Klingt wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, nicht wahr? Dieselbe Technik, die das legendäre Schaf Dolly hervorbrachte, erweckte auch Noah zum Leben. In kürzester Zeit eroberte Noah mit seiner unbändigen Energie und seinem freundlichen Wesen die Herzen seiner Betreuer im Sturm. Innerhalb von 12 aufregenden Stunden nach seiner Geburt war Noah in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen und sich in seiner neuen Umgebung umzusehen. Doch leider schlug das Schicksal zu schnell zu. Im zarten Alter von einem Tag zeigte Noah erste Anzeichen einer gewöhnlichen Infektion und trotz der tapferen Bemühungen seiner Betreuer erlag er der Krankheit. Es war ein schmerzhaftes Ende eines vielversprechenden Anfangs. Das Unternehmen, das hinter Noahs Klonverfahren steht, sagt jedoch, dass Noahs vorzeitiger Tod nicht auf das Klonen selbst zurückzuführen ist. Nummer 6. Habt ihr schon einmal von Leopons gehört? Der Leopon ist eine Kreuzung zwischen einer Löwin und einem männlichen Leoparden. Die erste dokumentierte Kreuzung fand im Jahr 1910 in Zoo statt. Karl Hagenbeck, der Erfinder vieler verschiedener Hybriden, berichtete einst über die Geburt von Leopons im Hamburger Zoo in Deutschland, aber leider erreichte keiner von ihnen das Erwachsenenalter. Allerdings soll ein in einem anderen Zoo in Gefangenschaft gezüchteter Hybrid mehr als 20 Jahre alt geworden sein. Verschiedenen Berichten zufolge haben sich auch Löwinnen und männliche Leoparden in freier Wildbahn gepaart. Es klingt höchst unwahrscheinlich, aber es gibt Berichte über eine natürliche Paarung zwischen einem Leoparden und einer Löwin. Als die Löwin läufig wurde, paarte sie sich mit dem Leoparden und brachte angeblich Leopon-Welpen zur Welt. Was Leopons noch interessanter macht, ist ihre einzigartige Kombination von Eigenschaften. Im Gegensatz zu Löwen sind sie geschickte Kletterer und lieben das Wasser, sehr zum Leidwesen ihrer löwenen Mütter. Leopons sind schwere Tiere, fast so groß wie Löwen, mit einem kräftigen Körper und kurzen Beinen, wie Leoparden. Sie haben braune Flecken, die heller sind als die schwarzen Flecken des Leoparden, und ihr Schwanz ist büschelig wie der eines Löwen. Nummer 5. Der Zonki ist ein wildes Tier, das aus einer Kreuzung zwischen einem Zebra und einem Esel hervorgegangen ist. Ein Zonki braucht einen männlichen Zebravater und eine weibliche Eselmutter. Und jetzt kommt der lustige Teil. Obwohl Hybridtiere in der Wildnis vorkommen, sind Zonkis eine seltene Ausnahme von der Norm. Das eigentliche Wunder ist, dass Zonkis im Gegensatz zu einigen anderen Hybridtieren in der freien Wildbahn tatsächlich gedeihen können. Schließlich sind Zebras und Esel in afrikanischen Regionen oft in unmittelbarer Nähe zueinander zu finden, sodass es wahrscheinlicher ist, dass zwischen ihnen eine kleine Liebe aufblüht. Und wenn ihr glaubt, dass Zonkis ein neues Phänomen sind, dann irrt ihr euch. Diese gestreiften Kreaturen gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, wobei Berichte bis ins Jahr 1859 zurückreichen. Das stimmt, diese Tiere mögen zwar selten sein, aber sie sind schon seit langem Teil der Natur. Im Internet kursieren auch Hybridkreationen wie dieser Pferdehai. Ihr fragt euch vielleicht, ob sich jedes Tier mit jedem anderen Tier paaren kann. Die Antwort lautet nein. Es gibt biologische Barrieren, die eine Fortpflanzung zwischen verschiedenen Arten verhindern, wie etwa Unterschiede in der Chromosomenanzahl und genetische Kompatibilitätsfaktoren. Außerdem haben Tiere oft spezielle Paarungsrituale und Verhaltensweisen, die nur für ihre eigene Art gelten. Kreuzungen zwischen verschiedenen Tierarten sind daher sehr selten, vor allem in freier Wildbahn. Nummer 4.
Das Karma ist eine Klasse für sich. Ein wirklich einzigartiges Wesen mit einem Temperament, das so heiß ist wie die Sonne in Dubai. Da die Kreuzung von Tieren immer häufiger vorkommt, ist das Karma der Beweis dafür, dass nichts wirklich außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt. Das Karma ist eine Kreuzung zwischen einem Kamel und einem Lama, die durch künstliche Befruchtung in Dubai entstanden ist. Ziel war es, ein Tier zu züchten, das die Größe und Stärke eines Kamels, aber den Charakter eines Lamas hat. Das Tier wurde von einem britischen Wissenschaftler mit der Absicht gezüchtet, das Beste von Kamelen und Lamas zu vereinen. Das Karma ist ein wahrer Augenschmaus, denn es sieht aus wie ein Lama auf Steroiden, mit den längeren Beinen eines Lamas, aber ohne den charakteristischen Höcker eines Kamels. Die Idee hinter dem Karma war, eine Art Wüstensau zu schaffen, mit der Tragfähigkeit eines Kamels, aber ohne den Widerwillen, Menschen zu gehorchen. Trotz seiner beeindruckenden Statur bereitet das Karma große Kopfschmerzen. Es greift Menschen an, beißt sie und weigert sich, stillzustehen. Deshalb haben seine Schöpfer einen Dummy als Begleiter gebaut, aber leider hat auch das wilde Tier in ihm nicht zähmen können. Im Gegenteil, er mag sie überhaupt nicht und hat angefangen, die Puppe zu beißen. Das Problem des Karma ist, dass es im Tierreich keine geeigneten Partner für ihn gibt, da er für die einen zu groß und schwer und für die anderen zu klein und leicht ist. Nummer 3. Rosie ist ein Golden Retriever-Mix, der für eine große Überraschung sorgte, als sie in den Wehen lag. Rosie wurde hochschwanger ins Tierheim gebracht, wo sie liebevoll umsorgt wurde. Ihre Besitzer Katie und John freuten sich, ihrem wachsenden Rudel einen weiteren Hund hinzufügen zu können. Doch als Rosie schließlich gebar, waren alle fassungslos, denn es waren keine gewöhnlichen Welpen. Die Neugeborenen sahen eher aus wie winzige Kühe als Golden Retriever-Welpen. Die vier entzückenden Babys waren schwarz-weiß und braun-weiß gefleckt, genau wie Kühe. Könntet ihr euch vorstellen, wie schockiert und ungläubig sie waren, als sie das zum ersten Mal sahen? Handelte es sich überhaupt um Welpen oder vielleicht gar um Kälber? Das ungleiche Quartett erhielt die Namen Daisy, Clarabelle, Betsy und Moo. Bis heute bleibt es ein Rätsel, wer der Vater dieser niedlichen Kuhmutanten ist, aber eines ist sicher, es sind definitiv keine Golden Retriever. Ob der Hund ein heimliches Rendezvous mit einer benachbarten Kuh oder einem hübschen, gefleckten Hund hatte, werden wir wohl nie erfahren. Was wir aber wissen, ist, dass diese vier wunderschönen Babys euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Durch Rosies unwahrscheinliche Geburt sehen wir, dass alles auf der Welt möglich ist. Eines ist sicher, diese kleinen Kuhhunde werden definitiv als eine der einzigartigsten Tiergeburten aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Nummer 2. Ein Liger ist ein Mischling aus einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger. Dieses Hybridtier gehört zur Gattung Panthera in der Familie der Raubkatzen. Diese majestätischen Kreaturen sind die ultimative Mischung aus Königlichkeit und Wildheit ihrer Elterntiere. Liger können über 400 Kilogramm wiegen und auf ihren Hinterbeinen über 3 Meter groß werden. Das ist richtig, das sind keine gewöhnlichen Hauskatzen. Liger haben nicht nur eine beeindruckende Größe, sondern auch einzigartige körperliche Merkmale, die sie von ihren Verwandten, den Löwen und Tigern, unterscheiden. Sie haben oft ein sehr ausgeprägtes Fellmuster, bei dem sich die Streifen ihrer Tigerabstammung mit der goldenen Mähne eines Löwen mischen. Es scheint, als hätten sie das Beste aus beiden Welten. Aber die fantastischen Eigenschaften der Liger beschränken sich nicht nur auf ihr Aussehen. Sie haben auch faszinierende Persönlichkeiten, die für ihre Verspieltheit und ihr aufgeschlossenes Wesen bekannt sind. Wie ein Löwe, aber auch für ihre Unabhängigkeit und Kraft wie ein Tiger. Sie sind daher recht selten und die meisten heute existierenden Liger sind das Ergebnis einer Zucht in Gefangenschaft. Hättet ihr gerne einen Liger als Haustier wie die Menschen auf diesem Foto? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 1. Willkommen in der wilden und wolligen Welt des Gieb, einem seltenen und geheimnisvollen Tier, das halb Ziege, halb Schaf ist. Wenn man versucht, zwei Tiere wie eine Ziege und ein Schaf zu mischen, scheint das Ergebnis so etwas wie ein Einhorn oder eine Chimäre zu sein. Obwohl Giebs unglaublich selten sind, tauchen sie gelegentlich auf, wie eine mystische Kreatur, die aus der Welt von Harry Potter entkommen ist. Und wenn sie auftauchen, sind sie ein wahrer Augenschmaus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie um alles in der Welt man einen Gieb erschaffen kann. Die Wahrheit ist, dass er nicht künstlich hergestellt werden kann. Es ist ein natürliches Phänomen, das auftritt, wenn sich eine Ziege und ein Schaf paaren und eine lebensfähige Kreuzung schaffen. Lernt Spring Rose kennen, ein bemerkenswertes Gieb, das im Kentucky zu Hause ist. Ihre stolze Besitzerin Catherine Bell züchtet Babydoll-Schafe, Mini-Lamantscha-Ziegen und nigerianische Zwergziegen sowie andere Nutztiere wie Hühner, Miniaturesel und Pferde. Eines Tages, als sie einer nigerianischen Zwergziege bei der Geburt half, erlebte Catherine die Überraschung ihres Lebens. Als sie das neugeborene Tier betrachtete, starrte sie auf ein Gieb. Das Tier hatte einen langen Schwanz, ein wolliges Fell und ein Gesicht, das die beiden Arten perfekt zu vereinen schien. Wie unglaublich ist das denn? Welchen Tierhybriden würdest du gerne im echten Leben sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.